Bam, 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 bam. Das war die gewesen. Okay. Die Seerose. Brauchen wir eine Seerose? Die müssen wir sowieso erstmal suchen, okay? Aber ansonsten brauchen wir. Bone Meal haben wir, okay. Condensed Splash. Wie kriegen wir den her? Gut, da brauchen wir also einmal Gunpowder, das werden wir herkriegen. Die haben wir. Die haben wir auch. Das ist gut, können wir auch vermehren. Und Vial of Ordinary Water. Und dafür brauche ich was für Geräte? Ist mir zu spackt. Wie mache ich denn die? Wie stelle ich denn die her? Wisst ihr, wie ich sie herstelle? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, das sind wahrscheinlich keine. Keine, ich weiß die ganzen Geräte gar nicht so zu beschätzen, ne, zu Dings hier, Dingsbums da. Warte, 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 warte. The Vial of Ordinary Water. Ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Hätte mir das mal sagen? Im Fall, dass ich mir überlege, was auch machen soll, ist noch interessant. Jetzt kannst du ein Serus machen. Moinsen Aileen, schön, dass du da bist. Vorhin auf deinem Server kamst, bin ich voll erschrocken. Ja, das tut mir leid. Ich muss es erstmal hochflappen, Leon. Okay. Richtig auf Wasser mit einer Vial in der Hand. Eine ganz normale Vial? Ernsthaft? Eine ganz normale Vial? Ach. Ach, ach, echtes korrupt. Ups. Ist, weißt du? Korrupt. Ist es peinlich? Oh mein Gott. Okay, Leute. Das, tut mir jetzt echt wahnsinnig leid, so ein Stück weit. Für meine, Failness, würde ich stark behaupten. Ach, du Scheiße. Ja, okay, ist okay. Das war, typisch Pirate, würde ich sagen. Typisch Pirate. Typisch, 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 typisch. Okay, Gunpowder und die. Und, die hier noch. Dann suchen wir gerade mal ein bisschen Gunpowder. Müssten wir aber finden. Was ist draußen los ist um die Uhrzeit? Ist der Wahnsinn. Gunpowder? Oh, haben wir kein Gunpowder? Ha, doch. Da, dacht schon. Da, dacht schon. Osmium. Okay, alles klar. Was nehmen wir denn da gerade? EMC? Nehmen wir einfach mal davon ein paar. Leute, ist so. Willi! Q, danke fürs Followen! Noch mal ein bisschen was reingemacht hier gerade. Und der Gunpowder hat nämlich auch nicht gerade wenig. So. Aber auch mal ein bisschen was gesaved, dass wir auf jeden Fall ein bisschen was haben. Und da gehen wir mal ganz kurz zum Table. Oh, retten mal eine davon. Machen fünf dahin. Und den hier. Okay, haben wir schon mal fünf von denen. Das ist gar nicht so schlecht. Und aus diesen fünf war das gewesen mit Knochenmehl. Alles klar. Gut. Knochenmehl haben wir ja noch ein bisschen. Das können wir machen. So. Und dann sollte das ja wohl. Okay, auch so klappen. Knochenmehl haben wir, können wir das auch zurückpacken. Das heißt, wir haben jetzt schon mal fünf von diesen Splash. Achso, wie viel braucht man gerade? Ich habe es verplant. Ach Scheiße, wir brauchten mehr. Ach Gott! So, kann man die Dinger hier drinnen planten? Nee, ne? Ist nicht möglich. Okay. Dann brauche ich jetzt mal was, womit ich erstmal Energie erzeugen kann, weil so geht das nicht. So geht das nicht, ich brauche mehr Energie. Was habe ich denn da? Was habe ich denn da? Was kann ich denn da verbraten? Ja, man könnte jetzt ein bisschen hiervon was machen, aber so viel bringt ja auch nicht. Aber ich mach's einfach mal. Weil wir werden noch ein bisschen Cobblestone auf jeden Fall abbauen. Und nicht das Falsche aus Versehen reinschmeißen, aber dann passt es auch. Danke fürs Followen an den lieben Timmy von YouTube. Dankeschön. So. Dann werden wir gucken, dass wir hiervon noch ein paar brauchen. Wir brauchen 8 Stück. Ich habe jetzt mal 5 gemacht, das ist okay. Dann nehmen wir den mal raus. Und davon brauchen wir auch nochmal
5, würde ich sagen. Und den Rest haben wir hier auch nochmal aufbewahrt. Zack. Das war, glaube ich, soweit richtig gewesen. Und ich bräuchte natürlich ein bisschen mehr von diesem Glas. Das ist richtig. Können wir gleich mal kurz machen. So. Mal ganzen Stack. Sollte erstmal reichen. So. Okay. Und dann machen wir das mal so. So. Okay. Dann haben wir genug. Dann müssen wir die nur kurz auffüllen gehen in unserer kleinen Quelle. Die kann man bestimmt stacken, oder? 16-fach? Ja, alles klar. Gut, haben wir genug davon. Und die ziehen wir auch auf. Und dann ist gut. Hatte ich jetzt alles gehabt? Ich muss gerade nochmal gucken. Ach, ich fand zu viel. Ich depp. Ist egal. Okay. War doch aber richtig, oder? Oder habe ich jetzt von der Masse irgendwas? Jetzt irgendwas versaut? Ich bin mir nicht ganz so sicher. Ist egal. Genau, ich brauchte dreimal Bohnenmehl jetzt. Okay, bei 5, die wir jetzt noch da gemacht haben, brauchen wir 15 Bohnenmehl. Bohnenmehl hatten wir eigentlich genug. 6 Stück, nicht genug. Habe ich jetzt verrechnet gerade? Ich habe mich verrechnet. Oh, nee, habe ich nicht. War doch richtig. Junge, Alter, ich bin heute verplant. Glaubt ihr gar nicht. Seht ihr nur. Okay, wir haben jetzt 10 Stück. 2 als Reserve, finde ich ganz okay. Ich brauche nur noch Lilypad. Nur noch. Wir müssen jetzt nur noch ein Lilypad finden. Ich würde sagen, warum nicht? Warum nicht ein bisschen YOLO sterben? Weißt du? Kann ja nicht so schlecht sein. Unser Spawnpunkt liegt immer noch ganz woanders. Ich werde jetzt mal tatsächlich den das erste Mal auch schlafen gehen hier auf der Map. Damit ich, wir haben ja ein Bett gekriegt hier gerade. Irgendwo. Warte mal, wo haben wir das? Da war doch, hier war doch irgendwo das Bett. Ja, ich gehe mal jetzt hier schlafen. Auch wenn ich weiß, dass da eine Nacht vorüber ist und das Difficulty Level steigt und so. Ja, ist ein Monster, ne? Genau. Doof, sich daneben zu legen. Ein Lebensmonster direkt und sich zu wundern. Stirb einfach. Okay, alles klar. Gib mir ein bisschen Stein. Was? Ist da noch ein Vieh? Ach komm, fick dich doch. Wo kann ich denn schlafen gehen, Alter? Ich will schlafen. Gib mir einen Ort zum Schlafen und ich leg mich hin. Ich kann mich hier nicht schlafen gehen. Ach so, ich kann nur schlafen at night. Okay, alles klar. Das ist eine Sache, die könnte ich tatsächlich verstehen. Aber wenn ich mich draufgelegt habe, müsste ich doch eigentlich da wieder spawnen können, oder? War das nicht so gewesen? Eigentlich schon, dachte ich. Aber okay. Wir werden es gleich sehen. Ich habe ein Schwert dabei. Und wir echt rausgehen? Ah, oh, es ist die falsche. Wie du mir schon gleich zunickst, winkst. Also, ne? Das verneinst, dass ich draufgehen soll. Okay. Habe ich ihn eingesammelt? Jo. Ist cool. Okay, Leute. Am Wasser langlaufen. Oh Gott, da ist Pinky. Ist das korrupteste überhaupt. Fliegeviecher, weiß nicht, ob die gerade da sind. Ich muss hüpfen. Macht mir eigentlich nicht so, weil es extrem verbraucht. Aber ich brauche eine Seerose. Und eine Seerose werde ich wahrscheinlich auch nicht in der Wüste finden. Wahrscheinlich habe ich echt ein Problem, wenn es darum geht, eine Seerose zu finden. Die vermehren könnte es natürlich gut. Gut. Wir machen was fressen. Ich bin gerade in einer ganz bedrohlichen Situation hier aktuell. Wollen wir zusammen Madpack spielen? Was? Danke dir fürs Hosten nochmal. Mr. Crocs TV. Ich hatte gerade irgendwas mit nein, Pirat. Du kannst Seerosen aus Essenz Natura bauen. Na gut. Nein. Ich wollte euch nochmal von außen was zeigen. Weißt du, ganz ehrlich, ich laufe so selbstbewusst rum. Weißt du? Guck, was ich hier gefunden habe, Alter. Bäm! Richtig derbe, Alter, was ich hier richtig habe. Ich habe mich auch mit dem Schwanz hier noch angelegt, weißt du? Mit dem Lutscher, weil der will hier nicht rauskommen, Alter. Kommen wir bitte nicht beides zusammen. Okay. Ja, ist alles ordentlich. Genau, ich wollte mir nochmal das Chaos hier angucken, was ich eventuell... Ach du Scheiße. Dieses Vieh habe ich nicht gesehen, was gerade hinter mir ist. Wir machen das so wie im Enderman, ja? Weil ich nicht sehe, sieht mich auch nicht. Zack. Leck am Arsch, du bleibst draußen und schön ist. Aus Essenz Natura.
Das waren die Dinger gewesen. Ich bin... Wie viel muss ich davon nehmen oder so? Gibt es davon was? Okay, ich guck mal gerade. Lilypad, auch aus denen. Alles klar. Tobias is good like. Danke fürs Followen. Das war echt scheiße. Bro. Dass ich so failig bin. Das ist ein Anonymous-Song. ich mach das mal hier. Ja, ich, nein. Doch, kann ich. Warte, warten Sie. Wo ist die korrupte Kiste da? Ah, wo sind meine... Da? Jawohl. Da haben wir sie. Und... Eine Lilypad of Fertility. Fertility. Die muss ich jetzt auf Wasser legen, ne? Corrector? Alles klar. Und dafür brauche ich noch natürlich meinen Wassereimer. Meinen netten Wassereimer. So, oh, wollte schon sagen. Mach korrekt. So. So. Und die könnte ich jetzt hier einfach so irgendwie reinschmeißen. Wenn ich hier vorne so mit der Watery bin, dann könnte ich sagen, pass auf, wo bietet sich das an? Ich mach mal gerade hier. Oder hier. Ich mach das mal hier. Ich hoffe, ich habe kein... Okay. Das so in Combo dürfte vielleicht gar nicht so schlecht sein. Das Weizenfeld ist natürlich jetzt gewachsen. Das ist auch sehr, sehr gut. So. Und wo sind die... Gibt es keine... Ach so. Okay. Ah, da kommt also mehr Weizen raus. Sehr interessant. Sehr interessant. Ich wusste gar nicht. Es ist mit der neuen Version. Ich habe Survival Soja, wie gesagt, nicht mehr gespielt. Dachte ich immer, das kommen noch Seeds und Weizen raus. Aber ist natürlich cool, dass es eine nette Kombo ist mittlerweile. Es macht die Sache natürlich auch unheimlich leichter, wenn man jetzt mal ein paar Brote machen möchte oder so. Oh, nice Geschichte. Ja, da bin ich mal gespannt, ob die hier auf jeden Fall gut wachsen. Ich pack die Sache mal ganz kurz hier raus und werde nochmal... Oh, da ist immer eine Zuckerstange. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr nice. So. Ja, war ja wieder klar. Im letzten steckt wieder so ein Ei. Zack. So. Dann haben wir auf jeden Fall die Essence. Die haben wir. Da dürften wir wieder mehr haben, ne? Okay, alles klar. Ja, Leute, ich glaube, dass das wird. Wir brauchen natürlich jetzt noch ein bisschen Energie, aber dann können wir uns mehr von diesen Fertilize-Geschichten machen. Und guck mal, wir haben jetzt so einen Punkt erreicht, wo wir sogar mehr Platz bräuchten. Und das ist gar nicht so schlecht. Den baue ich hier nochmal ab. Ja, da hatte ich tatsächlich einen noch drin, wegen der Fertilize. Das ist gut. Ich habe jetzt natürlich aber keine Dings hier. Das ist okay, kann ich mit leben. Das ist natürlich dämlich, oder? Sich sein Bett hier hinzustellen. Puh. Okay, alles klar. Dann packen wir das mal da rein, da rein, da rein, da rein, da rein. 8 Stück. Ich bräuchte noch eine. Ich bräuchte tatsächlich noch eine. Okay, alles klar. Packen wir aber auch mit hier rein. Ich mach's mal anders hier. Und, Sand. Brauche ich gerade nicht an der Stelle. Denn wo ist meine... Genau, die nehme ich jetzt nochmal. Ich hoffe, ihr verzeiht mir an der Stelle, aber es muss so sein. Kilkon. Ich benutze Nivea Peeling auch für die Achselhöhlen auf der linken Seite. Also nicht nur für rechts, ja. Also bin da relativ offen, ja. Das ist tatsächlich Nivea. Nivea for Man. So ein transparent blaues, transparentblaue Verpackung, ja. Die schenkt mir auch jedes Jahr Millionen, ja. Die kann ich gar nicht so schnell wegtrinken. Und ist auf jeden Fall Product Placement 1A. Definitiv. So, Pirat, hast du noch Lust, eine Runde auf Timoja zu spielen? Heute nicht, Mr. Crocs, meine Reaktionszeiten heute sind nicht mehr best. Ich habe heute richtig Kopfschmerzen und so ein Zeug. Und ich habe noch Bock eigentlich zum Stream. Und kennst du das bestimmt selber, wenn man so sagt, so, ey, ich will ja nicht aufhören. Aber ich brauche so ein bisschen Ruhe, ja, so ein klein wenig so. Das ist zum Beispiel so ein typisches, warum man dann auch so ein Projekt bei euch eben halt, oder was, oder zusammen das eben halt macht. Wenn man einfach sagen kann, jo, nochmal so ein bisschen entspannt, weißt du, nochmal so ein bisschen, danke fürs Follow, Niklas WG. Nochmal so ein bisschen einfach, ja, bauen, ja, so die ganz normalen Geschichten.
Das ist so eigentlich eine Sache, die ich jetzt gerade eigentlich am meisten mache. Das entspannt so nochmal so ein bisschen den Kopf, ein bisschen reden dabei, weißt du? Das ist eigentlich nicht schlecht. Ist der Hintergrund in der Cam echt? Der ist auf jeden Fall echt. Ich habe nicht gemalt. Ist auch ein Kamin. Deswegen ist es so warm. Er sieht aber cool aus, oder? Wie viel Geld bekommst du durch die Schleichwerbung? Ich lasse mich nicht in Geld bezahlen. Weißt du? Ich kriege einfach noch eine Packung zugeschickt. Immer wieder eine Packung, immer wieder eine Packung, immer wieder eine Packung, immer wieder eine Scheißpackung, nie wer. Jetzt habe ich schon wieder gesagt. Verdammt, aber Ikea können die aussprechen. Scheiße, ich habe Ikea ausgesprochen. Verdammt. So. Dann würde ich mal sagen. Ach komm, das ziehen wir jetzt durch. Wir lassen jetzt mal kurz das Feld komplett wachsen und gucken mal, wie viel ich wieder rauskriegen. Ja, weil ich will jetzt immer gucken. Komm, wachs. Du wächst jetzt. Ene, mene, mu und raus bist du. Raus bist du noch lange nicht. Sag mir, dass wie alt du bist. 3, 1, 2, 3. Oh, ich hätte auf den getippt, aber egal. So, los. Zieh durch, Junge. Zieh durch. Wer will schneller sein? Macht links oder rechts? Oh, aber nur knapp, oder? Ich rechne mit einer 5-sekündigen Verzögerung. 1, 2, 3, 4, 5. Hüpf. Los, komm, komm. Komm, zeig mir deine Blüten. Nur so kann ich dich ordentlich schröpfen und verkaufen auf schwarzem Markt. Na. Wir gehen weiter und versuchen mal hier so ein bisschen nochmal unser Glück. Ja. Rudolf, Sir Jabberwock. Jabberwock. Ich hasse dieses Lied ab heute. Er ist so crank, Alter. Wie gesagt, die haben so eine Freude gehabt wahrscheinlich bei der Entwicklung. Das ist der Wahnsinn. So, wir sind gleich durch hier. Mit dem hochgrown lassen. Bin schon ganze Zeit da. Das stimmt wohl. Er soll fürs Netz sein. Was? Nett? Er dachte, kann er nett sein. Ganz korrupt, Alter. Wir sind Piraten. Wir werden ausgeraubt. Guckt mal heimlich in eure Portemonnaies. Da werdet ihr erstmal sehen. Ho! Weg, alles weg. Ich habe alles geplündert. Das sieht man doch. Okay, ihr wachst jetzt wunderbar. Vielleicht ziehst du doch nicht ganz durch. Ich bin so ein Waschlappen, der gerade durchzieht. Au! Bananensaft, YouTube. Danke fürs Followen. Bananensaft trinken meine Kiddies auch und ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin immer zu geizig, ich verdünn's bei den Kindern und trink's dann immer selbst pur. Also so ein Lappen bin ich, ey. So ein Lappen. Okay. Die will ich eigentlich. Die will dich aufsammeln und dann springst du mir ins Face. Hast du es gesehen? Ich hab die angeguckt, hab mich kein Millimeter bewegt. Wow! Oder noch so einer mit allen möglichen Effekten drauf. Bam, hast du gesehen, wie ich. Ja, ich hab dich so weggerotzt. Nichts kann. Okay. Oder war ja noch gar nicht fertig. Das ist natürlich ein Problem dann. Da bin ich auch noch. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich will nicht sterben. Ich hab dich doch reingepackt. Ups. Ich klopf mal. Oh, da ist eine Taint. Ist nicht gut. Ist nicht gut. Habe ich gesagt. Oh, lass mal sortieren gerade hier. Ich pack mal gerade ein paar von den Dingern hier rein. Ich glaube, das wird nämlich gleich mein Tod. Oh, Protection Helm. Wow. Das ist gut. Kann ich davon sterben? Blöde Frage, oder? Korrupt. Nee, kann ich nicht. Achso, dann laufe ich auch nicht hin und her hier. Oh, eine dritte gleich noch. Ihr wollt hier hinten in der Ecke mich schon richtig verarschen, oder? Weißt du, so am weitesten weg von allem kommen erstmal die Tint and Sense raus. Ohne eine. Ja, noch eine. Genau. Ich meine, gut, ich sage nicht nein. Ich nehme sie einfach so mit. Ist gar kein Problem. Und ich habe euch alle abgefahren hier, würde ich sagen. Ne? Und euch nehme ich auch nochmal mit hier. Ihr seid nämlich. Oh, aber okay, alles klar. Der Springbrunnen, der hilft tatsächlich hier. Ganz ordentlich. Die Fertilize, die macht ja auch anscheinend einen ganz guten Eindruck. Und dann nehme ich mal die hier einfach raus, alle. Ich muss die sowieso alle. Was mache ich mit der? Okay. Bleibt mir gar nicht übrig. Ich muss es ja aussortieren. Da kann ich wenigstens wieder ein bisschen heilen. Was haben wir hier? 6 von denen haben wir, okay. Wir haben eine Redstone. Okay, 40 normale Michael Seeds und 9 aus Kohle.
Das ist schon mal gar nicht so verkehrt, würde ich sagen. Dann würde ich vorschlagen, auch wir versuchen das ein bisschen. Ich mache nochmal ganz kurz mit der Gießkanne die restlichen fertig. Dann können wir das alles so mal so gucken, wie es im Farmbereich überhaupt so aussieht. Und dann sortieren wir das mal so ein bisschen nach Normal, Kohle und so weiter. Wie schon Tag 70 sein kann, frag mir einfach nicht. Es nervt mich total. Ich habe letztes Mal ja auch, ich habe aufgehört, weißt du, und wir haben, ich habe mit Karten aufgehört. Direkt, weißt du, sofort, also bevor die Nacht losging, ja? Bevor die Nacht, die man durch 8 teilen kann, bevor die Geister kommen. Alles kein Ding. Und auf einmal, ich habe den Server ausgestellt, war auch alles kein Problem. Die Nacht kommt ja jetzt auch nächste Nacht wieder. Und habe mir jetzt wieder angemacht und bin direkt drauf. Und ich bin schon wieder bei Tag jetzt mittlerweile 71. Ey, frage ich mich. Es ist nicht logisch in meinen Augen. Es war aber auch schon beim letzten Mal so verbuggt gewesen. Da hatten wir, ich habe nicht mehr geschlafen. Wir haben noch nicht einmal in einem Bett gepennt hier. Weißt du, das ist halt total irgendwie merkwürdig, wie auf einmal das so passieren konnte, ja? Alter, du blödes Ding in der Ecke. Ich will doch verarschen. So, jetzt wachst ihr doch mal hier. Der will nicht hier an der Seite, oder? Habe ich das Gefühl. Der ist nicht ganz so glücklich über seine aktuelle Situation. Okay, da haben wir auch noch was. Okay, komm, jetzt zieht durch. Zieht durch, Leute. Macht jetzt. Bananensaft, Hust. Wie ich das gemeint mit Bananen. Oh. Okay. Alter. Wie versaut muss man eigentlich denken? Finde ich lustig. Ich bin gespannt, wer das verstanden hat. Schlaf gut. Lena. Ich hoffe, wir sehen uns vielleicht morgen wieder. Wird morgen wieder streamen, ab 20:30 Uhr. Und vielleicht weiß ich schon genaueres. Ach, guck mal, ich bin fertig. Natürlich. Komm, flieg mir in die Fresse. Komm. Ich renne. Ich hab's nicht geschafft. Oh ja, nicht. Okay. Ich fange schon wieder da an. Ist egal. Okay, alles klar. Was wir jetzt aber haben, ist auf jeden Fall ordentlich. Guck mal, 43 hier, von davon und so weiter und so fort. Redstone lässt sich ein bisschen Zeit, habe ich das Gefühl. Ich pack das mal hier hin. Die Hoe hätte ich noch gebrauchen können. Aber ich werde das nicht machen. Sonst sterbe ich noch wahrscheinlich an Fallschaden oder so. So. Kohle ziehe ich hier vorne einfach mal lang. Ich finde, Kohle hat hier vorne so einen Ehrenplatz verdient. Und dann werde ich von hier hinten anfangen. 51 Seeds davon, Alter. Ist schon cool. So, machen wir das hier auch nochmal so lang. Oh, wir haben den Weizen eigentlich. Hätte ich eigentlich schon noch gebrauchen können. Wegen Essen alleine schon und so. Aber ist okay, kriegen wir vielleicht noch hin. Zwei Seeds davon noch. Okay. Okay, läuft. Aber ich denke, Weizen wäre schon sinnvoller, wenn ich davon ein paar noch anbauen würde. Doch, ja, nee, komm. Ich mach die hier mal weg. Das Weizenfeld sollte ich mir auf jeden Fall gönnen. Weil, nee, ist so, weißt du, weil ist so. Doch. Ist definitiv so. Die Fertilizer ist natürlich da, ist jetzt alles nebeneinander gebaut und so, aber ist schon. Nee, ist schon gut so. Ich werde das hier noch dahin packen. Und dann werde ich da nochmal ein paar Seeds nehmen. Zack, zack, zack. Und ich weiß, es ist natürlich ein bisschen schlecht platziert da gerade an der Stelle, aber ist mir relativ jetzt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Die kriegen dadurch auf jeden Fall was zu fressen gerade wieder. Und das ist, awesome. Awesome. Okay. Dann packen wir die Gießkanne hier mal gerade rein. Nehmen uns mal so ein bisschen von dem Kram mit. Wasser einmal, ja, kann ich auch mit hochnehmen. Ist kein Problem. Hoffen mal, da oben ist jetzt gerade keiner. So, jetzt nehmen wir uns einen Helm an. Hör schon mal einen Helm auf. Leute, verzauberten. Eisenhelm mit Protection, finde ich cool. So, dann haben wir die hier. Ich wäre dafür, dass wir uns, also so ein Crafting Table, haben wir da noch irgendwie ein Crafting Table oder so? Dass wir uns nochmal einen daneben setzen. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. So. Okay, alles klar. Den würde ich nämlich jetzt direkt hier nebenstellen wollen. Oder. Drüber stellen. Jo, läuft. Okay. Dann können wir mit dem hier schon mal. Hier immer den falschen, oder? Ich werde immer den falschen nehmen. Die machen. Und mit dem und dem gelben.
Gehen wir schon mal einen gelben wieder hin. Aber schon mal 5. Immerhin. Und dann haben wir natürlich die hier. Dann haben wir schon 6. Läuft, würde ich sagen. Okay. Ja, ist jetzt nicht so die Masse, muss ich natürlich gestehen. Wir haben auch 2 von den Dingern. Das ist irgendwie. Naja, egal. Aber wir sind auf jeden Fall schon mal ganz gut dabei. Weißt du? So. Und da können wir dann später den da reinpacken. Dann haben wir das noch. Guck mal, die packen wir auch noch dazu. Aus den 5 können wir jetzt momentan nicht viel machen. Das ist okay. Jetzt mal gucken, aus den Essenzen kann man sicherlich noch irgendwas machen. Oder wir können doch hier jetzt was raus craften oder so. War das nicht irgendwie sowas gewesen? Danke fürs Followen. An Derek Kanz Gaming. Hoffe ich richtig ausgesprochen zu haben. Was trinken gerade? Irgendwas schlaf gut. Genau. Der ist zum Stream und Aufnehmen. Ja, riesiges Projekt ist natürlich so eine Sache, ne? Es gab bei Mad Pack 2, sind wir mal ganz ehrlich, bei Mad Pack 2 ist das mit dem Stream, aber wenn da so viele draufkommen, du hast ja so schnell ein Difficult-Level angeschraubt, da muss nur einer irgendwie Scheiße bauen und immer wieder schlafen gehen und du bist eigentlich dann, was macht man daraus eigentlich? Macht man so Blöcke? Ah, okay. Ja, ist cool. So macht man das also. Ich bräuchte noch. Guck mal, was wir hier haben. Guck mal, fehlt schon wieder einer. Ist egal. So. Machen nochmal 4 Geschenke hier. Die stellen wir uns auch nochmal auf. Au. Sehr nice Geschichte. Neomoon LPF. Danke fürs Followen. Ach, guck mal. Da haben wir doch eigentlich auch wieder ganz interessanten Stuff gekriegt. Wir haben jetzt nochmal 7. Da können wir auf jeden Fall hier gerade oben nochmal. Also wir haben nicht genug, wa? Da fehlt uns nur einer oder was? Ach, ist ja ärgerlich. Oder, okay, na gut, das ist aber. Kriegen wir auch noch hin. Ja, Gold, so ein bisschen Flint noch und sowas in der Richtung. Den Stein, den packe ich jetzt nochmal hier hin, den Stein der Weisen. So. Dann haben wir das hier noch. Kann ich unten hinpacken. Gut. So, dann gucken wir mal, ob wir noch ein paar Sachen hier anordnen können. Ich muss mal gucken, wir haben, es ist halt natürlich echt jetzt noch. Steine werde ich mal ganz kurz in die andere Kiste packen. Weil die haben ja eigentlich nichts zu suchen an der Stelle. Und Erze eigentlich auch nicht. So, dann haben wir die Erze schon mal reingepackt. Und dann gehört auch so ein bisschen was davon dazu. Da hatte ich auch schon einen drin. Ist jetzt endlich eher weniger dieser Stuff. Scheiße, Alter. Wir sind irgendwie noch auf jeden Fall ein bisschen Nachholbedarf. Das ist. Nein. Okay. Mach's mal so hier. Passt und Kohle können wir da reinpacken. Ziehen wir mal die ganze Geschichte hier irgendwie sinnvoll, aber ich glaube, das wird nicht viel. Es sei denn, ich nehme jetzt mal so ein paar von den Blöcken noch raus. Okay. Dürfte eigentlich gehen, oder? Passt es? Läuft. Gut, dann geht das. Dann packen wir erstmal von diesem Dünnschiss hier noch was rein. Und hier eine Kartoffel. Und dann ist gut. Was kann man jetzt aus den Broten machen, Leute? Nee, das ist das, was ich, wie ich das mache. Oh, guck mal, wir können leckere Sandwiches machen. Aus verschiedensten Utensilien. Das ist natürlich lecker. Mayo. Okay. Korrupte Geschichte. Feast, glowy and delicious. Okay, alles klar. Glowing water. Alter, ist aber teuer, oder? Würde ich meinen. Oh, ein schicken Sandwich. Wer würde jetzt gerne so ein leckeres schicken Sandwich essen? Ich hätte richtig Bock drauf. Well made. What? Ja, dort ist leider nie was los. Dominic's MC, eigentlich schon. Es läuft mittlerweile ganz interessant. Wir spielen ja jetzt jeden Tag so ein bisschen drauf. Ja, das stimmt. Wohl. Spätabends ist momentan das Problem. Wir recoden noch und dann geht's richtig los. Na, und richtig Spaß dabei. Okay, es gibt leckeres Sandwich. Das ist sehr, sehr gut. Ich hab. Ah, doch, warte. Ich hab doch letztes Mal. Genau, so eine Cook-Dinger hier gekriegt. Und.
Jawollo! Ah. Oh. Ist natürlich lecker. Können wir ihn essen? Ja, ich würde sagen, haben wir uns mal gerade zwei leckere Hamburger gemacht.